So, herzlich willkommen zurück zu Mafia. Ich bin schon mal hierher gefahren, wo ich jetzt Paul Puppy Simon konfrontieren soll. Muss noch gucken, wie ich mich da dieses Mal am besten reinschleiche. Wobei das letzte Mal hat tatsächlich der Vordereingang erschreckend gut funktioniert. Diesmal gehören die auch schon dazu. Mal gucken, wie ich diesmal da am besten reinkomme. Vielleicht renne ich einmal außen rum oder so. Mal gucken. Oder ich pfeife die wieder einzeln. Mal sehen. Und ja, danach können wir dann das Geschäft übergeben. Ach, noch einer. Und gucken, wenn die fertig sind mit Labern, ob sie dann sich trennen. Ja, sie trennen sich. Der eine lehnt sich da blöd an, der andere guckt doof. Das heißt ja, dann gehe ich doch mal in die Richtung weiter hier. Ob ich einen besseren Eingang finde. Weil dann gefällt mir der Eingang nicht, weil der ist dann mit drei Leuten doch etwas viel bewacht. Also dieses Mal vielleicht den anderen Eingang nehmen. Da ist nämlich zum Beispiel auch einer und da ist nur eine Person. So, weg ist er. Ja, ging jetzt kurz und schmerzlos in Anführungszeichen. Und dann gucken wir doch mal, wie wir hier reinkommen. Da hinten stehen zwei, auf die ich aufpassen muss. Oh, habe ich da hinten noch einen übersehen von den Aufräumern scheinbar. Okay. Und der Rest ist oben. So. Hoppala. Das ist natürlich unpraktisch, dass der mir jetzt runtergefallen ist, ne? Aber shit happens. Wollen wir doch mal raufgehen hier und schauen, wann wir den hier schön abfangen können. Wo geht denn der da unten lang? Der geht da lang, nicht dass der mich sieht. Ah, eher nicht. Ich wundere mich nur langsam, wo der Wachposten da anbleibt. Wenn die mehr beobachten, wie weit der Typ geht. Nicht mehr weiter, okay. Kommt der nicht? Ich hätte schwören können, dass der garantiert umdreht und näher kommt. Aber der ist da wohl irgendwie festgewachsen. So, komm, ich schleife dich mal kurz ein Stück zumindest zur Seite, dass man dich nicht sofort sieht. Dahin. So, jetzt muss ich dann da offen runter und wieder rauf, aber das ist wahrscheinlich einfacher als das andere. Und bei der Pistole hier nehme ich noch den einen Schuss mit, den ich verbraten habe. Da steht einer, da geht einer. So, jetzt muss ich kurz warten. Der kommt ja jetzt auf mich zu hier, dass der mich nicht sieht. Ne, der kommt jetzt hier rum. Dass der mich nicht sieht, wenn ich die Treppe runtergehe. Was machen die hier immer für Geräusche, ey? So, da ist einer, da ist einer. Und da hinten ist irgendwo auch dieser Totenkopf-Typ. Dass die Wachposten, also dass der Wachposten einfach nur blöd in die eine Richtung guckt, ne? Der andere ist da gerade viel schlimmer. Der Römervogel da vorne. Gucken, wie nah der kommt. Wenn der bis zu mir kommt, ist er tot. Weil das kriegt aktuell keiner mit. Und er kommt tatsächlich sehr, sehr nahe. Da
Da unten ist auch einer, aber der dürfte das nicht sehen. So, ja denn. Ja, da ist jetzt die Frage, wie viel stehen da drin? Ich sehe da nur zwei, der andere ist wohl im Büro. Und hier ist halt das Problem, dass die... das sind halt zwei, das ist das Problem, ne? Wenn ich da eine Granate schmeiße, dann schreien sie, Achtung, Granate. Wenn ich sie erschieße, erschieße ich halt nur einen, außer ich bin schnell genug. Das könnt ihr höchstens mal probieren, hä? Ansonsten guckt ja da keiner. Und die Köpfe sind ziemlich genau hintereinander. So. Also zwar mit direkt hintereinander war nicht gut, aber mit etwas Verzögerung, das hat doch eigentlich so ganz gut funktioniert, finde ich. Warum auch immer das jetzt ein neuer feindlicher Bereich ist hier. Da geht einer mit Pistole rum, warum auch immer. So, die sehen mich jetzt von keinen Seiten, weil ich in beide Richtungen Deckung habe. Das ist super. Okay. Der Typ mit Totenkopf noch total entspannt und der andere da voll aufgebracht, ne? Wie viel Schuss habe ich denn noch in meiner Knarre? 7. Kann ich da schon nachladen? Nee, die ist also voll mit 7. Der schaut halt gerade her, ne? Und ist auch ein bisschen aufgeschreckt. Der Rest ist so gar nicht aufgeschreckt, ne? Und die gucken auch in die Richtung. Ich frage mich halt, ob der jetzt dann rauskommt. Oder ob der herkommt. Weil wenn ich jetzt reingehe, dann... ja, die sehen mich halt. Ich könnte höchstens pfeifen oder habe ich Angst, dass mich irgendein anderer hört. Und ansonsten läuft es hier halt gerade echt super. Ne? Ansonsten läuft das hier halt gerade echt super. Da ist er! Er hat noch einen von uns gekillt! Wer hat das jetzt? Ah, jetzt ist der alarmiert da, okay. Ich werde das wohl mal da drüben probieren. Mal gucken. Im Idealfall kommt er halt bis zu mir raus. Und ich... mach ihn mit Q alle. Und das sieht im Moment sehr nach Idealfall aus. Der Wachposten schaut in sonst eine Richtung. Und damit ist der Chefe jetzt alleine. Hier, schnappt ihn euch! Ich reiß dich in die Visier! Auf ihn! Nicht zurückziehen! Scheiße! Die Einfach sind getroffen! Obala! Gut, jetzt sind sie leider wach, aber... ansonsten war das doch auch mit dem Wachposten gerade echt gut, ne? Den einen habe ich erwischt, das war dann die Sache mit der Verstärkung. Scheiße, wir ihm zu verdanken. Auf geht's. Ja, und wenn sie reif sind, fallen sie runter, ne? Totes Arschloch auf 12 Uhr. Dum, dum, dum. Ach, guck mal, da geht wieder einer hin. Verfluchte Vollidioten! Der ist doch noch, echt jetzt? Ich dachte, der wäre schon längst bereit für mich zum Abholen.
Wenn er entwischt, nehme ich das nicht auf meine Kappe. Ich kann uns nicht alle töten. Hast du eine Ahnung? Versuchen wir es hier drüben. Knarre wegstecken, dass sie die nicht vorne rausragen sieht, ne? Nachladen! Haltet mir den Rücken frei! Scheiße! Warum musst du nachladen? Haltet ihn auf, verfluchte Scheiße! So, Junge, blödes Arschloch. Ach komm, ihn nehmen wir mal mit. Und alles bleibt einfach. Wenn nicht, wird es hier ganz schnell ungemütlich. Okay. Oh, Entschuldigung, was immer du sagst, Mann. Siehst du, wie leicht das war? So, und dieses Geschäft ist gesichert, das übergeben wir dann mal. Und wir übergeben es natürlich Cassandra. Das hatten wir uns ja vorfeld schon überlegt. Oder ich hatte es mir überlegt. Ich brauche ein paar deiner Jungs in Barclay Mills. Ja, okay. Aber wenn ich das Leben meiner Leute aufs Spiel setzen soll, erwarte ich, dass du dich zu mir bekennst. Und denk an den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Ja. Immer diese Ansprache, wenn sie das erste Mal Leute schicken, ne? Und zwar die üblichen 12, ne? So. Warum bin ich Priester geworden? Alle schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse, jedes Trauma, all das wirst du nicht mehr los. Klar kann man versuchen, sie zu vergessen, eine Zeit lang, aber wenn das Nächste daherkommt, wenn es noch so klein ist, kommt sofort alles wieder hoch. Es erinnert dich an alles, was du mit dir umschleppst. Ich wusste, dass ich das allein nicht schaffen kann. Ja. So, hier können wir noch eine Runde Geld einsammeln. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo eine Panzerweste auch liegt. Ups, falsche Taste. Die wollte ich drücken. Aber im Zweifelsfall ist mir die jetzt auch egal. Denn alles cool mit uns. Ich habe jetzt auch einen neuen Auftrag so. Den mache ich dann wieder irgendwann mal nebenbei. Nicht unbedingt jetzt. Ach komm, ich habe jetzt keinen Bock, das zu knacken. Wo ist meine Karre? Steht die drin oder draußen? Hat sie draußen geparkt. Mal gucken, ob die noch hier steht. Hat jemand umgeparkt und ich weiß nicht, wohin. Könnt ihr da nicht mal eine Markierung machen, wo ihr die Karren hinparkt? Ach, in der Garage habt ihr sie sogar abgegeben. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass ihr die in die Garage stellt. Danke, Jungs. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Wir müssen nämlich jetzt gehen zu Donovan, um über Enzo Conti zu reden. Na, Mann, ist das hier. Den Straßenbelag bitte bis nächstes Mal verbessern hier, ja, dass man da mehr Grip hat. So, wir reden jetzt also mit Donovan. Da einmal schnell hin. War da ein Stoppschild? Ah, ich war zu schnell vorbei, keine Ahnung. Die erschrecken immer so schön. Und dann wollen wir mal gucken, wo ist denn der, sag mal.
in seinem Hotel ist der. Hm. Bin ja ganz schön weit gefahren jetzt dafür. Na gut, ist aber wichtig, weil wir sollen mit ihm reden. Hey, Schlafmütze. Halt ihm die Knarre an den Kopf, komm schon. Gott nochmal. Fast hätte ich dich umgenietet. Schöne Aktion. Du blödes Arschloch. Lass uns Enzo anrufen. Sehr schöne Aktion, Lincoln. Sehr schön. Hier ist die Nummer. Ja. Du hast Buckley Mills verloren. Das war's. Verflucht, wer ist der? Warte. Du hast echt Nerven, mich anzurufen. Hast du eine Ahnung, wer ich bin? Ich weiß sehr genau, wer du bist, Enzo. Ein Mafia-Lieutenant, der gerade seinen Bezirk verloren hat. Wahrscheinlich begräbt Marcano dich genau neben Michael Greco. Du feiger Hund, wenn du mich tot willst, sei ein Mann und tu es selber. Ich will dich nicht töten, Enzo. Ich will dir einen Deal vorschlagen. Einen Deal? Scheiße, Kleiner. Du solltest deinen Kopf untersuchen lassen. Du spuckst aus, wer hinter dem Casino-Bau steckt, und ich sehe zu, dass Marcano dir nicht deinen Ithaca-Arsch aufreißt, klar? Und wieso sollte ich dir glauben, dass du mich vor Marcano beschützen kannst? Guck dich doch jetzt an. Wir treffen uns im Steinbruch. Das nächste Mal male ich dich an, wenn du schläfst. Leck mich am Arsch. Ich mag Lincolns Humor. Echt jetzt. Aber hey, wenn er da einfach pennt, weißt du, echt jetzt, das geht ja mal gar nicht. So, also ab in den Steinbruch. Ob das so eine gute Idee ist, da alleine hinzugehen, weiß ich noch nicht, aber... Hey, was soll schon schief gehen, ne? Was soll schon schief gehen? Ach komm, spar dir deine Hyperei für wichtige Sachen. Was hier lang? Okay. Hoppala. Ey, du hast grün, die Ampel ist weg. Die spontan umgezogen. Hatte keine Lust mehr und deswegen, ne, Urlaub war überarbeitet. Fahr einfach rüber, passt schon. Okay, warum bin ich jetzt hier zweimal abgebogen? Ich bin mir noch nicht sicher. Oh, der Steinbruch. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ich glaube, da war ich schon mal ohne Quest drin. Oder? Hm. Also wenn, dann bin ich anders reingefahren. Weil die Straße hier, die ist mir neu. Wie weit ist es denn noch? 200 Meter und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das ein Hinterhalt ist oder nicht, ne? Park auf jeden Fall mal draußen. Hm. Es ist offen. Warum habe ich das Gefühl, voll in so eine Falle zu rennen, hä? War mir ehrlich, ey. Ich hätte auch jetzt meinen Chef angerufen, Marcano, und gesagt, hey, der Typ kommt, lass uns den gemeinsam ausknipsen. Also, ne? Ich liefere dir den. Und so ein großer Steinbruch und nichts da. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich fühle mich halt so gnadenlos in die Falle gelockt gerade. Ich kann mich täuschen. Aber wenn ich das gewusst hätte, dass hier so leer ist, hätte ich natürlich auch mit dem Auto reinfahren können.
Ich weiß nicht. Mir gefällt das so gar nicht. Aber gut, mal gucken. Mumm hab ich ja. Steck deine Knarre weg. Wenn ich dich umbringen wollte, Enzo, wäre ich nicht durch die Vordertür reingegangen. Mag sein, aber ich gehe lieber kein Risiko ein. Moment mal. Ich kenne dich doch. Du bist Lincoln Clay, oder? Hattest eine Bude mit Sammy Robinson. Bist dann nach Vietnam. Ja, richtig. Oh, Junge, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns eine Menge Ärger ersparen können. Komm mal mit. Hast ja nicht gefragt, oder? Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber Sammy und ich kannten uns schon sehr lang. Er war ein guter Mann. Was ihm passiert ist, hat er nicht verdient. Keiner von euch hat es verdient. Und die Scheiße mit dem Casino? Ein Riesenarschtritt von Cell für alle, die je mit ihm zusammengearbeitet haben. Er will ein feiner Herr werden und auf alle anderen scheißt er. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass er das zurückbekommt. Kennst du Remy Duval? Klar, der bekannte Typ aus dem Radio. Ohne ihn gibt es kein Casino. Ihm gehört das Grundstück und die Baufirma und so weiter. Also alles nur Fassade. Nichts als Blödsinn. Er hat einen Haufen belastendes Material gesammelt für den Fall, dass alles zusammenkracht. Und Marcano gehört nichts von dem Land? Nein. Das gehört einzig und allein Duval. Der ist kein Idiot. Und solange er der rechtmäßige Eigentümer ist, kann Cell ihm nichts anhaben. Wie kann ich ihn finden? Er wohnt oben in Fresco Fields. Aber soviel ich weiß, behält Olivia Marcano ihn ganz genau im Auge, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Das Letzte, was Cell braucht, ist, dass sein einziger seriöser Partner in Schwierigkeiten gerät. Okay. Dann würde ich sagen, waren die aber nicht wirklich gerade loyal, oder? Oh, guter Schuss, Junge. Guter Schuss. Gefällt mir. Da ist da einer? Nee, da ist gerade keiner. Aber ich dachte, ich hätte. Da ist doch einer. Ich glaube, die hat sich gelohnt, hä? Ich glaube, die hat sich gerade gelohnt. Was geht denn hier ab? Ja, das macht Spaß. Junge, pass auf, dass sie dich nicht treffen so sehr. Unser Blut wurde vergossen.
Da sind die, okay. Schnappt euch diesen. Bring ihm einen Molotow. Jetzt. Ne? Ja, die Molly sollte dir nicht so ankündigen, sonst kann man da freundlich was dagegen tun. Na, das ist mal eine Überraschung. Was? Dass du so eine scheiß Niete bist, Gott, bitte. Beim Schießen? Lass mich nicht so sterben. Das ist für mich jetzt keine Überraschung, aber gut. Verschiedenen Stellen im Steinbruch Sprengladungen legen. Ich ziehe hier nicht einfach ab und da ist der erste Haufen. Mach den Kram scharf, dann kümmern wir uns um den Rest. Okay, machen wir den Kram scharf. Mit den Sprengladungen. So ist das Leben im Steinbruch. Früher haben wir unsere Lümmel in den Boden gesteckt und versucht, das Gestein rauszuvögeln. Aber das hat uns nichts eingebracht, außer Schramm am Sack. 1877, also ist der dann näher. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Dachte, ich hätte was gehört. Zur Vorsicht mal 113,85 mal auf Schleichtour gehen. Die ist da oben. Wie kommt man da hin? Wahrscheinlich da oben lang, oder? Es tut mir furchtbar leid, ich kenne mich in deinem Steinbruch nicht aus. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, wenn du die Führung übernimmst, ne? Ich bin ja froh, dass die Sprengladungen keinen Zeitzünder haben, sondern halt so einen Fernzünder. Ach, guck mal, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit hier. Den können wir brauchen. So, und wo geht's hier raus? Da geht's. Wahrscheinlich die Tür da, ha? Alles klar. Wenn ich eine Armee Soldaten von deiner Sorte hätte, würde diese Stadt mir gehören. Falls ich damit einverstanden wäre. Genau, falls ich damit einverstanden wäre. Draußen an deiner Seite gekämpft. Ich hab's dir oder gesagt, du hättest gegen mich gekämpft. Du verrät uns. Halt das wäre nicht gut für dich gewesen, mein Sohn. Da habe ich diesen Schwanzlutscher gleich nehmen. Scheiß Nigger. Ich glaube, die buggen da gerade irgendwie blöd runter. Und er hat keinen verraten. Ihr habt angefangen plötzlich anzugreifen, ne? Oh, warte mal. Da unten sind viele. Darf ich hier erstmal kurz wieder einsammeln? Danke. Und hier unten ist ziemlich viel rot. Hä? Und in Deckung. Immer schön in Deckung gehen. So, da haben wir noch einen. Bring ihn unter die Erde. Alle Mann in Deckung. Keine Munition mehr. Gib mir Deckung. Ja, und wir wechseln mal die Waffe hier. Eine weitere Kerne. Das ist Wichser. Ich dachte, ich hätte da gerade einen gesehen. Ich hab ihn, kommt hierher! Wir sind hier, kommt! Oh! Ich glaub, du bist so leicht zu erledigen, kleiner! Versuch ruhig! Und wie war's in Vietnam? Soll ja ein schönes Land sein. Wenn du auf verkackte Reisfelder abfährst, dann hol dir ein One-Way-Ticket. Für mich gibt's nichts Beschisseneres. Du warst offensichtlich noch nie in Ohio. So, den haben wir. Und dann müssen wir wohl noch mal ein Stück weiter gehen. Ist da hinten einer? Tatsächlich. Wenn der Idiot sich neben ein Fass sitzt, was
so hübsch beschriftet ist, ne? Dann, ja, kann ich ja nicht anders als drauf schießen. Nein, hallo, sorry, das war eine Einladung. Ich sollte aber nicht den gleichen Fehler machen. Ich sollte nicht den gleichen Fehler machen. So. Dann gucken wir mal, was hier alles ist. Das nehmen wir noch mit und Munition. Und dann ist da oben... So. Brille verrutscht. Das nächste Ding zum Sprengen. Dann wollen wir mal gucken. Feindliches Lalala. Und einmal scharf gemacht, bitte. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder Verstärkung. Und Junge, du siehst nicht gut aus. Du solltest besser in Deckung gehen. Das hast du wohl noch nicht so ganz raus mit dem in Deckung gehen, ha? Huh? So, da hinten ist der nächste. Ich war mir nicht sicher, ob da was ist, aber ich dachte, ich hätte da was gesehen. Wie ist seine Munition? Ist jetzt schon alle? Dann habe er aber wenig mitgenommen, du. Wo sitzen die? Ich sehe, ach, da habe ich wieder einen gesehen. Das so. Gleiche habe ich auch zu deiner Mutter gesagt. Oh, hier kann ich mich nicht verdecken, verstecken. Aber hier wieder. Da drüben! Er schießt den Arsch endlich! Au! Au! Ah, die Kugel hat mich erwischt! Den ganzen... Feuer frei! Ich will. So. Irgendwo da hinten ist noch einer. Kommst du hoch? Na komm. Da ist schon wieder einer. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, Kumpel. Den nehmen wir mit, wenn wir hier gerade stehen. Schade, der geht nicht hoch. So. Einmal nachladen. Wo sind die alle? Da ist was, da ist was. Ja. Ich sehe halt nicht so genau, wo die gerade überall sind, ne? Nur, dass auf uns geschossen wird, kriege ich mit. Irgendwo da ist er. Ja, ich sehe ihn. So, schön Munition wieder einsammeln, ne? Die
die Rampe nach oben. Und das hier ist wohl der letzte Punkt, nachdem wir uns dann hier verpissen gut, sollten. Ready? Aber sicher, was soll denn sein? Ein paar von denen sollen für dich gearbeitet haben. Nicht nur einige, alle. Das sollte reichen. Zum Wagen geht's hier durch. Warum ist jetzt da ein Schild? Entkomme aus dem Steinbruch. Verfickte Scheiße. Na, zufrieden? Alter, ich bin begeistert. Also einsteigen. Bring mich dahin. Gleich Abfahrt. Ich einen finanziellen Beitrag zu deinem Vorhaben. Das Tor ist blockiert, aber ich wette, wir können durchbrechen. Was ist mit dem Bahntunnel? Der Tunnel? Ha, ist deine Entscheidung. Ich nehme den Bahntunnel, der ist viel cooler. Geil, aber der Boom. Hier da vorne sind echt Leute im Bahntunnel. Ich bin überrascht. Wenn du die Hitze nicht verträgst. Bum, bum, bum. Tschu-tschu. Spricht irgendwas gegen Schienen? Ich weiß nicht, ich fühle mich auf Schienen zwar total wohl. Ich hab da so ein Mädel, Henrietta. Ist im Karussellhotel abgestiegen. Scharf wie eine Rasierklinge. Ich habe eine Notfalltasche bei ihr gelassen. Sollte alles Nötige drin sein, um klarzukommen. Na, dann bist du ja versorgt. Also ich... Hoppala. Ich glaube, ich habe mich vollgepisst. Also echt jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, stimmt. Also ich und Sammy damals, wir hatten zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben gesoffen, gefeiert, richtig auf den Putz gehauen. Das war 1942. Nein, 43. Er muss so alt gewesen sein wie du jetzt. Und die Kleine von deinem Alten fängt an rumzumachen. Aber sie hat ein Problem. Sammy ist bewusstlos. Wie gesagt, er war hackedicht. Aber die Kleine steht auf ihn. Also hat er erstmal einen Vertrauensbonus. Sie versucht's weiter. Haut ihm ein paar rein, macht ihn wach. Aber jedes Mal, wenn sie loslegt, gibt Sammy wieder um. Oh. Der arme Teufel wäre nicht wach geblieben, wenn es um sein Leben gegangen wäre. Schließlich hatte sie genug, stürmte raus und hörte nicht mehr auf zu fluchen. Ach, die Arme. Weißt du auch, wer die Frau war? Perla. Himmel, Mann. Perla ist erst 44 nach New Bordeaux gezogen. Ich zeig dir, wer das war. Ich hab ihr Foto gleich hier. Willst du mich verarschen? Zwischen Sammy und der Gingmann? Sie war auf der Durchreise, wollte nach Hollywood. Naja, letzten Endes hat es ja dann doch noch geklappt. Sammy bekam Perla, die Liebe seines Lebens. So. Verdammt, das waren Zeiten. Scheiße. So, ich wollte ihn ausreden lassen, deswegen hatte ich kurz angehalten. Ne? Man will ihn ja nicht unterbrechen, wenn er so coole Geschichten erzählt. Aber jetzt, ja, jetzt würde ich sagen, wir liefern ihn hier ab. Und ja, da vorne viel ist Spaß. Es gut. By the way, hübsche Karre. Ich wollte dir nochmal sagen, wie leid mir das mit Sammy und Alice tut. Weiß ich zu schätzen. Da bist du ja. Bin echt mal gespannt, wo die Scheiße hinführt. Errungenschaft freigeschaltet, etwas spät dafür. Schritt, um Arcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Ja, ja, schon klar. Aber meine Jungs haben für dich gekämpft. Die schmeißen den Laden, als wär's schon ihr eigener. Und so soll's auch bleiben. Abgesehen von dem winzigen Detail, dass meine Leute den Laden klar gemacht haben. Und zwar entschieden stilvoller. Du kannst es dir noch anders überlegen. Ich kann beide Geschäfte leiten, ohne das Gekeife, das die zwei anderen abziehen.
und das Treffen. Du hast die Geschäfte in diesem Bezirk schon verteilt, aber nun musst du den Bezirk selbst an einen deiner Unterbosse zuweisen. Der Unterboss, dem du den Bezirk überlässt, bekommt auch automatisch die Kontrolle über die Geschäfte. Wenn du einem Unterboss einen Bezirk überlässt, schaltet das nicht nur mehr Gefallen und einen höheren Kickback frei, es steigert auch dessen Loyalität dir gegenüber. Deine Unterbosse könnten es dir übel nehmen, wenn sie keine Bezirke zugewiesen bekommen, was später unangenehme Konsequenzen haben könnte. Aber wenn du wirklich das Maximum aus einem einzelnen Unterboss rausholen willst, musst du schwere Entscheidungen treffen. Du musst alle Seiten betrachten. Ja, ich habe gesagt, dass diesen wir ersten haben einen langen Weg vor uns. Fang nicht schon falsch an, Junge. Auf jeden Fall Cassandra bekommt, weil der einfach echt schön nahbar ist. Oh, es ist auch gerade interessant. Guck mal, Cassandra geht hier runter und ich verliere was. Hier gehen beide runter. Ich verliere ziemlich viel. Das also kommt gar nicht in Frage. Und hier geht halt Vito ein bisschen runter. Wenn du es mir dann wieder wegnimmst, dann wird das nichts mit uns. So viel kann ich dir sagen. Ja, ja. Und bessere Außenunterholung. Hey, Vito, du kriegst den nächsten Bezirk. Kein Thema. Aber den hier, den kriegt Cassandra. Die Haitianer kriegen diesen Teil der Stadt. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass unsere Leute alles zwischen dem Holler und hier koordinieren. Vielleicht nächstes Mal. Ich werde einfach in aller Ruhe abwarten, bis einer von euch Arschlöchern Scheiß baut. Ihr seid gewarnt. Das war's für jetzt. Ich melde mich, wenn ich was brauche. Ja, dachte ich mir auch. So ein Arsch. Sie hatten recht. Ich muss Schluss machen. Danke erstmal. Weit mein Teil, Donovan. Miss Lancaster hilft mir bei einer anderen Sache. Hat ihr Enzo einen Namen genannt? Ja, Remy Duvall. Er baut nicht nur das Casino, ihm gehört auch das Grundstück, wo es stehen soll. Remy Duvall, der Vollidiot aus dem Radio? Ja, seine Familie lebt schon seit etlichen Generationen hier und er hält sich für den großen Massa. Nach dem, was hier steht, leitet er nebenbei auch noch die Southern Union. Und die ist quasi das gleiche wie der verschissene Clan. Kurz bevor ich nach Nam bin, haben Pater James und ein paar andere dagegen protestiert, dass es in der Stadt keine schwarzen Cops gibt. Die Southern Union kam und hat jeden verdroschen, den sie in die Finger gekriegt haben. Am nächsten Tag haben sie dann Gott hasst Nigger auf die Fassade seiner Kirche gesprüht. Hätte Präsident Andrew Johnson die Verräter damals hinrichten lassen, dann gäb's das ganze Scheißproblem jetzt nicht. Enzo hat außerdem Olivia Marcano erwähnt. Olivia ist ein Sonderfall. Altes Südstaatengeld. Sie war mal mit Sals Bruder Lucho verheiratet, bis ihm einer die Kehle aufgeschlitzt hat. Und sie hat das Sagen in Frisco Fields? Ja, seit Lucho tot ist. Sie hat den Drogenhandel ausgebaut und ein PCP-Labor eingerichtet. Dort oben leben eine Menge Mafiosi. Wahrscheinlich hat sie dort sowas wie einen Treffpunkt. Wahrscheinlich irgendein Hinterzimmer. Ich wusste nicht, dass die Mafia weibliche Kapos hat. Sie ist da, um auf Duvall aufzupassen. So wie ich das kenne, hören Bonzenwichser nur auf andere Bonzenwichser. Wen schnappst du dir zuerst? Duvall. Auf seinem Land wird das Casino gebaut. Sein Tod macht dir da alles schön nervös. Willst du ihn rauslocken, indem du Olivias Geschäfte störst? Weißt du, ich kenne solche rassistischen Arschlöcher schon mein ganzes Leben. Wenn Schwarzer kommt und diesen weißen Pissern auf den Sack geht, das kann er niemals auf sich sitzen lassen. Der Mann ist zu stolz. Hey, der Bourbon war nicht billig. Viel Erfolg. So, die Folge war wieder etwas länger, aber ich wollte es halt auch fertig haben. Ne, die Gebietsübernahme. Dementsprechend jetzt kurz und knapp. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, recken, einen Kommentar hinterlassen und natürlich den Kanal abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns wahrscheinlich ans nächste Gebiet machen. Wenn nicht, ja, vielleicht. Wir sehen es dann. Bis denn. Tschüss.